Niederschlagswahrscheinlichkeit 60%. Nachrichten für den Norden, bei uns immer 5 vor. 2:02 der RSH Verkehrsfunk A1 Hamburg-Lübeck. Sie haben es gehört im Report. Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Mitte und Bad Schwartau aufgrund mehrerer Unfälle. Im gesamten Sendegebiet behindert stellenweise Straßenglätte, und zwar extreme Straßenglätte, den Verkehr. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Die Temperaturen mit Anja Kaufmann. List 1, Husum 1, Flensburg 2, Kiel 3, Lübeck und Schwerin minus 1 Grad und Hamburg minus 4 Grad. RSH, Köthes Morning Show. Na klar, mit Carsten Köthe live via Satellit aus Las Vegas. Und hier ist Volker mit Mann. Die Zeit gleich 6:02. Hitradio RSH, Nummer 1 Hit. Hitradio RSH, die Zeit 6:05. Tja, der kleine Hunger zwischendurch. Saure Gurkenzeit auf der Autobahn zwischen Gießen und Hanau. Ein Falschfahrer hatte zwei entgegenkommende Autofahrer in den Straßengraben gezwungen. Nach 13 Kilometern parkte er dann auf dem Mittelstreifen und begann mit einer zünftigen Brotzeit mit Gurke und herzhaften Delikatessen. Die Rechnung brachte dann ein Kellner in grüner Uniform. Phil Collins 6:08. Hitradio RSH Top Hits. Classic Hits. Alle Hits bei Hitradio RSH. Zwölf Minuten nach 6. RSH. 6:17 meldet sich der RSH-Verkehrsfunk. Achtung, mit einer Warnung für Autofahrer auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg. Zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Bitte fahren Sie in diesem Bereich äußerst vorsichtig. A7 Flensburg Richtung Hamburg. Zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Freunde, fahrt vorsichtig. Eisregen in Schleswig-Holstein. Sechs. RSH Goldpreisträger Dave Stewart bei Hitradio RSH 6:22 im Reportstudio Gerrit Derkowski. Guten Morgen. Zum Beispiel ein Telefon mit allen Schikanen. Das Actron C2 für 219 Mark von der Deutschen Telekom. 5:07 RSH Verkehrsfunk. Achtung, eine Warnung für Autofahrer auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg. Zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. A1 Hamburg-Lübeck Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Mitte und Bad Schwartau aufgrund mehrerer Unfälle. Und das hat alles einen Grund. Im gesamten Sendegebiet behindert stellenweise Straßenglätte, extreme Straßenglätte und Eisregen den Verkehr. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Das entsprechende Schleswig-Holstein-Wetter von Anja Kaufmann. Kalt und ungemütlich ist es, dann läuft mir gleich die Stimme weg. Es ist stark bewölkt, zeitweise kommt es zu Sprühregen, Temperaturen 0 bis 2 Grad, ist wieder ein schwacher bis mäßiger Ost- bis Nordostwind. Niederschlagswahrscheinlichkeit 60%, Sonnenscheindauer 1 Stunde und die weiteren Aussichten, morgen ist es bedeckt, es fällt noch etwas Schnee, am Mittwoch ist es dann teils wolkig, teils sonnig und es bleibt weiterhin kalt. Jetzt möchte ich mich einfach mal räuspern für dich. Oh, das ist sehr. Jetzt haben Sie noch gute 10 Minuten, um Ihre Kleinen um den Küchentisch zu versammeln. Dann liest wieder Hans Page aus unserem Weihnachtsmärchen O. Henry in der Übersetzung von Theo Schumacher. Hitradio RSH Top Hit. Für
Charities Morning Show mit voller Mitmann um 6:30. Drei nach 6:30. Weiße Tiger und Magier, Staudämme viermal größer als die Uckertalsperre, ein Hotel mit mehr als 4000 Betten oder Hochzeit auf Amerikanisch mit Külti als Trauzeugen. Unsere 200 Las Vegas-Gewinner stehen langsam aber sicher vorm Informationsschock und noch ist kein Ende in Sicht. Und außerdem stand auch noch, lieber Külti, ein richtiger Hammer auf dem Programm, nicht? Und ob voller und ob. Und dieser Hammer kam am vergangenen Wochenende hier in Las Vegas im Death Valley. Denn da klang es so. Ja, ich weiß. Es klingt so ein bisschen so, als würde jemand Gitterstäbe durchsägen. Das ist es aber nicht, obwohl voller. Also dazu haben wir nachher auch noch was. Nein, nein. Unsere 180 Teilnehmer der großen Reise, sie waren im Rausch. Im absoluten Goldrausch. Und sie haben etwas gefunden im staubigen Death Valley. Oh. Was genau? Verrate ich dir gleich in der Morning Show. Setzen wir also um 6.38 Uhr die große weihnachtliche Tradition dieser Sendung fort mit dem diesjährigen Weihnachtsmärchen. Bis Heiligabend, jeden Morgen um und bei 6:40. Und es liest der Mann, von dem ich mich sofort als Enkel adoptieren lassen würde, Hans Page. Und die diesjährige Weihnachtsgeschichte heißt... Oh Henry, das Geschenk der Weisen. Niederschlagswahrscheinlichkeit 60%. Nachrichten für den Norden, bei uns immer 5 vor. 2:07 RSA Verkehrsfunk. Erstmal die Entwarnung für die A7 Flensburg Richtung Hamburg. Zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen ist die Unfallstelle geräumt worden. Sie haben wieder freie Fahrt. A1 Hamburg-Lübeck. Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Mitte und Bad Schwartau aufgrund mehrerer Unfälle. Stockender Verkehr auf folgenden Autobahnen. A1 Bremen Richtung Hamburg, 6 Kilometer zwischen dem Kreuz Maschen und dem Kreuz Süd. A7 Flensburg Richtung Hamburg, 3 Kilometer zwischen Dreieck Nordwest und Stellingen. Achtung, im gesamten Sendegebiet behindert stellenweise Straßenglätte den Verkehr. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Und eine Mitteilung der HADAG. Die Fährverbindung Blankenese-Kranz verkehrt heute zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr wegen Niedrigwassers nur zwischen Blankenese und Finkenwerder. Und noch einmal von mir der Hinweis, fahren Sie niemals schneller, als Ihr Schutzengel fliegen kann. Hier ist mein Engel an der Kaufmann mit den Temperaturen. List meldet 1, Husum 2, Flensburg 2, Kiel 3, Lübeck minus 2, Spree 0 und Hamburg minus 3 Grad. RSH, Goethes Morning Show. Ah, mit Volker Mittmann. Und mit Carsten Goethe via Satellit aus dem RSH Außenstudio Las Vegas. Hitradio RSH, 6:03. Benutzen wir doch einfach mal unsere Satellitenanlage. Der Schock kommt mit der Kreditkartenabrechnung. Fast 200 Las Vegas-Gewinner sind mit Hitradio RSH in der Stadt, in der die Neon-Reklame ein Heimspiel hat, via Satellit ins nächtliche Las Vegas. Und Köthi hatte vorhin von einer super Abenteuertour in der Wüste im Tal des Todes erzählt. Unsere Las Vegas-Gewinner voller mussten in der staubigen Wüste kleine Glückskugeln finden. Aha. Und für jede Glückskugel gab es ein Säckchen mit Rubbellosen. Und alle konnten gewinnen. Zum Teil $1, zum Teil $5. Einer gewann $500. Und dann war in einem dieser Jutesäckchen ein Gutschein drin. Hm? Für einen funkelnigelnagelneuen Jeep. Oh, einen Suzuki Vitara. Und der wird künftig in Dithmarschen in Mahnerdeich gesteuert von Denker. Und was ein richtiger Dithmarscher ist, der hat natürlich gejubelt vor Glück. So sind wir Schleswig-Holsteiner. Ja. Das ist mein Traumauto. Also ich bin platt. Also. Was ich sagen soll. Der jubelt aber. Ja. Das ist mein Traumauto. Also.
Voller. Der war so baff, der konnte überhaupt nichts mehr sagen. Ein nagelneuer Suzuki Vitara ging an Jörg Denker. Der musste hier abends im Hotel eine Riesenrunde ausgeben. Und man munkelt nach wie vor, der Wert dieser Runde habe den Wert des Suzuki doch deutlich überstiegen. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Du bist aber ganz schön gebechert da, mein Lieber. Radio RSA, 11:07. Raser sind heute außen vor. Leute, es ist spiegelglatt draußen teilweise. Fahrt vorsichtig. Hier ist ein neuer Hit von den Beatles und er heißt Free as a Bird. Top Hits, Classic Hits, alle Hits. Hier ist Hit Radio RSA, 19:07. Kötis Morning Show, 7:22 Uhr. Unser Mann für die Nachrichten ist Gerrit Tarkowski. Guten Morgen. Die beste Zeit des Tages. 7:45 Uhr, der RSH Verkehrsfunk. A1 Hamburg-Lübeck. Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Mitte und Bad Schwartau aufgrund mehrerer Unfälle. Stockender Verkehr auf folgenden Autobahnen. A1 Bremen Richtung Hamburg, 6 Kilometer zwischen dem Kreuz Maschen und dem Kreuz Süd. A7 Flensburg Richtung Hamburg, 23 Kilometer zwischen Kaltenkirchen und Stellingen. Im weiteren Verlauf Sperrung des Elbtunnels wegen Auslösung der Höhenkontrolle, 3 Kilometer Stau ab Bahrenfeld. A23 Heide Richtung Hamburg, 20 Kilometer zäh fließender Verkehr mit teilweise Stop and Go zwischen Horst und dem Dreieck Nordwest. Im gesamten Sendegebiet behindert stellenweise Straßenglätte den Verkehr. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Es soll teilweise so glatt sein, dass man auf dem Gaspedal ausrutscht. Das Schleswig-Holstein-Wetter mit Anja Kaufmann. Es ist stark bewölkt, zeitweise kommt es zu Sprühregen. Die Temperaturen 0 bis 2 Grad. Es wird ein schwacher bis mäßiger Ost- bis Nordostwind. Niederschlagswahrscheinlichkeit 60% und die Sonnenscheindauer eine Stunde. Die weiteren Aussichten: morgen bedeckt, noch etwas Schnee am Mittwoch, teils wolkig, teils sonnig und es bleibt weiterhin kalt. Eisregen, insbesondere auf der A1. Unser Lübeck-Reporter Eike Buschmann meldet sich gleich vom Ort des Geschehens. Hier in dieser Morning Show. Hit Radio RSH Top Hit. Eins nach halb acht. Radio RSH, 7:55. Sie konnten es bei uns im Report hören und natürlich auch im Verkehrsfunk. Auf der A1 Hamburg-Lübeck gibt es eine Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Mitte und Bad Schwartau aufgrund mehrerer Unfälle. Insgesamt dort war Eisregen ein ganz gefährliches Ding heute Morgen. Und am Telefon ist jetzt Eike Buschmann, unser Lübeck-Korrespondent. Und er berichtet von der A1. Wie sieht's denn aus, Eike? Ja, hallo, guten Morgen, Volker. Guten Morgen. Bisher am schlimmsten betroffen ist eben die A1 zwischen Lübeck und Bad Schwartau. Ja. Die A1 musste in diesem Bereich voll gesperrt werden, weil ein 40-Tonnen-LKW aus noch ungeklärter Ursache mit einem PKW zusammengestoßen war. Mir erzählte soeben ein Polizeisprecher, dass es dabei auch einen Toten gegeben hätte. Näheres ist aber zur Stunde noch nicht bekannt und die Sperrung hält weiter an. Ja, wie sieht's denn aus jetzt im Bereich Lübeck-Ostholstein? Da ist noch alles ruhig. In Lübeck und Ostholstein sind noch keine größeren Unfälle ereignet, Ein Polizeisprecher lobte sogar die vorbildliche Fahrweise der Autofahrer. Mhm. Die Streudienste sind natürlich unterwegs. Ansonsten am Straßenrand das gewohnte Bild. Die Scheiben sind vereist, die Autos werden freigekratzt. Trotzdem die dringende Bitte der Polizei, vorsichtig und vor allem langsam fahren. Die Straßen sind zum Teil spiegelglatt. Und das war's erstmal von hier. Vielen Dank, Eike Buschmann, unser Lübeck-Korrespondent direkt von der A1. Wir haben auch stockenden Verkehr aufgrund dieser Eisglätte auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg. Und zwar auf 23 Kilometern zwischen Kaltenkirchen und Stellingen. Und auf der A23 Heide Richtung Hamburg 20 Kilometer, teilweise Stop and Go zwischen Horst und dem Dreieck Nordwest. Und auch von uns nochmal der Hinweis: bitte fahren Sie vorsichtig heute Morgen. Eisregen behindert den Verkehr. Hier ist Volker Mittmann, es ist 7:20 Uhr.
Hitradio RSH, 13 Minuten vor 8. Schmutzkrieg gegen Lothar Matthäus. Üble Gerüchte um ein uneheliches Kind. Bayern-Star Lothar Matthäus, der Schweizer Blick mutmaßt, Lothar könne der Vater des Sohnes von Julia Siegel sein. Das ist die Tochter vom Schlagerkomponisten Ralf Siegel. Sie sollen ein uneheliches Kind zusammen haben. Woran erkennt man, dass man ein Kind von Lothar Matthäus hat? Diese Frage klären wir in der nächsten halben Stunde von Goethes Morning Show. Hallo, ich bin Susanne Atwell. Mittags schon Nachrichten für den Norden, bei uns immer 5 vor. 2 Minuten vor 8, der RSH-Verkehrsfunk A1 Hamburg-Lübeck. Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Mitte und Bad Schwartau aufgrund mehrerer Unfälle. Stockender Verkehr auf folgenden Autobahnen. A1 Bremen Richtung Hamburg, 10 Kilometer zwischen Hittfeld und Stillhorn. A7 Flensburg Richtung Hamburg, 23 Kilometer zwischen Kaltenkirchen und Stellingen. A23 Heide Richtung Hamburg, 20 Kilometer zähfließender Verkehr mit teilweise Stop and Go zwischen Horst und dem Dreieck Nordwest. A24 Berlin Richtung Hamburg, 2 Kilometer zwischen dem Kreuz Ost und Horn. Stockender Verkehr in Hamburg, Niendorf-Langenhorn im Kronstieg Richtung Poppenbüttel vor der Langenhorner Chaussee. In Langenhorn auf der Langenhorner Chaussee stadteinwärts. Und Waltershof-Freihafen, Finkenwerder Straße, Köhlbrandbrücke Richtung Neuhof. Im gesamten Sendegebiet behindert stellenweise Straßenglätte den Verkehr. Extreme Straßenglätte sogar durch Eisregen. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Und eine Mitteilung der HADAG. Die Fährverbindung Blankenese-Kranz verkehrt heute zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr wegen Niedrigwassers nur zwischen Blankenese und Finkenwerder. Die Temperaturen mit Anja Kaufmann. List, Husum und Flensburg melden jeweils 2 Grad, Kiel 3, Lübeck minus 1, Schwerin 0 und Hamburg minus 2 Grad. Nimm mich in die Arme, es ist so kalt. RSH, Goethes Morning Show. Mit Mittmann und Köthi verdurstet in der Wüste Nevadas. Prost, Eistee, mein Kleiner. Hit Radio RSH, 3 Minuten nach 8. Nach 8. Nicht nur Glatteis in weiten Teilen Schleswig-Holsteins. Vielleicht hat sich auch Lothar Matthäus einen Ausrutscher geleistet. Ja, es schreibt die Schweizer Zeitung Blick. Lothar, ein Baby mit einer anderen. Tja, das bringt natürlich unseren Lothar Matthäus auf die Palme. Es wird dort unterstellt, dass er ein Verhältnis und sogar eine mehr als verhängnisvolle Affäre mit der Tochter von Ralf Siegel gehabt haben soll. Sie wissen, das ist der, der unter anderem auch das Lied geschrieben hat. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Und sie sollen zusammen einen kleinen Sohn haben. Und nun fragen sich natürlich auch viele besorgte Schleswig-Holsteinerinnen nach dem Trainingslager von Malente. Woran erkennt man eigentlich, dass man ein Baby von Lothar Matthäus bekommen hat? Erstens, der Junge fängt mit einem halben Jahr bereits an zu sprechen und hört nicht mehr auf. Zweitens, nach einem Dreivierteljahr muss man zur Milch bereits die gute Wurst von Cabanossi dazu füttern. Drittens, der Kleine verlangt sein Taschengeld in Millionenhöhe von Uli Hoeneß. Viertens, jedes Bäuerchen steht in der Bild-Zeitung. Und fünftens, das Kind schläft weder auf dem Bauch noch auf dem Rücken, sondern nur in der Libero-Position ein. 14 Minuten nach 8. Was unser Carsten Köthe bislang verschwiegen hat, er hat auch bereits das Weihnachtsgeld für 1998 verspielt. Leihen Sie bitte diesem Mann kein Geld mehr. Und das Gute ist, dass man ihn auch so ein bisschen mal so aus dieser Neon-Glitzer-Welt herausgeschafft hat. Und zwar in die Wüste Nevadas. Da gab es zum Beispiel ein Auto für die 200 Las Vegas-Gewinner noch einmal abzuzocken. Und es gab zu sehen den Grand Canyon. Und wer ihn schon mal gesehen hat, der weiß, das ist Gänsehaut pur, das ist atemberaubend. Ja, auch für uns war der Grand Canyon schon sensationell. Eins der 7 Naturweltwunder. Und wie muss es dann erst für jemanden sein, der 75 ist?
das erste Mal in Amerika, das erste Mal überhaupt geflogen und all diese Sachen treffen zu auf Hilde Brudzinski und sie kommt von der Insel Föhr und die musste sich am Grand Canyon erstmal setzen. Unfassbar. Wunderbar, unfassbar. So was Schönes. Ja, der Grand Canyon. Man konnte übrigens auch mit dem Hubschrauber drüber wegfliegen. Mm. Und einer von uns hat's gemacht. Und ich sag natürlich jetzt nicht wer. Doch. Der hat in seiner rechten Hand gleich zwei Spucktüten gehabt. Die hat er ran voll gezimmert. Er hat aber immer noch genug Kraft gehabt, mit der linken Hand die Videokamera zu halten und aus dem Hubschrauber rauszufliegen. Ich wette, es war Jens Lehre. Minuten nach 8. Mädels, wir können hier über alles reden. Come on. Uhr im Report Gerrit Derkowski. Guten Morgen, die Welt in Schlagzeilen. Millionenmarkt Bargeld extra. Am 2. und 6. Dezember. Extra zum Nikolaus. Extra bei Lotto. 4:09, der RSA Verkehrsfunk. A1 Hamburg-Lübeck Richtung Oldenburg. Sperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Mitte und Bad Schwartau aufgrund mehrerer Unfälle. Zur aktuellen Entwicklung der Situation vor Ort informiert sie in wenigen Minuten unsere Reporterin Kerstin Stein. Stockender Verkehr auf folgenden Autobahnen. A1 Bremen Richtung Hamburg, 10 Kilometer zwischen Hittfeld und Stillhorn. A7 Flensburg Richtung Hamburg, 23 Kilometer zwischen Kaltenkirchen und Stellingen. A23 Heide Richtung Hamburg, 20 Kilometer zäh fließender Verkehr mit teilweise Stop and Go zwischen Horst und dem Dreieck Nordwest. A24 Berlin Richtung Hamburg, 2 Kilometer zwischen dem Kreuz Ost und Horn. Stockender Verkehr in Hamburg, Niendorf-Langenhorn im Kronstieg Richtung Poppenbüttel vor der Langenhorner Chaussee. In Langenhorn auf der Langenhorner Chaussee stadteinwärts. In Waldershof-Freihafen auf der Finkenwerder Straße Köhlbrandbrücke Richtung Neuhof. In Horn-Wandsbek auf der Rennbahnstraße Robert-Schumann-Brücke Richtung City Nord. In Niendorf auf der Friedrich-Ebert-Straße Kollaustraße stadteinwärts. In Wandsbek-Eilbek, Wandsbeker Chaussee stadteinwärts Höhe Konventstraße. Im gesamten Sendegebiet behindert stellenweise Straßenglätte den Verkehr. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Das Schleswig-Holstein-Wetter mit der lieben Anja. Es ist stark bewölkt. Zeitweise kommt es zu Sprühregen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 2 Grad. Es ist wieder ein schwacher bis mäßiger Ost- bis Nordostwind. Niederschlagswahrscheinlichkeit 30%. Sonnenscheindauer 1 Stunde und die weiteren Aussichten. Morgen ist es bedeckt. Es fällt noch etwas Schnee. Am Mittwoch teils wolkig, teils sonnig und es bleibt weiterhin kalt. Und diese schmachtenden Blicke dabei. Hitradio RSH. Top Hits. Classic Hits. Alle Hits. Mach mal lauter. Everyone. Eins nach 8:30. Und es begab sich zu einer Zeit, als der Köthe in Amerika weilte und sich die weite Welt besah, dass ein junger Mitmann zum Morningmann wurde. Hitradio RSH, 8:05. Ich sag's gerne nochmal, fahren Sie nie schneller, als Ihr Schutzengel fliegen kann. Eisregen behindert heute Morgen den Verkehr in weiten Teilen Schleswig-Holsteins. Ganz arg betroffen ist davon die A1. Sie ist sogar gesperrt worden. Direkt von der A1 meldet sich jetzt unsere Kollegin Kerstin Stein. Guten Morgen, Kerstin. Ja, guten Morgen. Hier zwischen Lübeck und Bad Schwartau ist die Anschlussstelle immer noch voll gesperrt und es bietet sich hier tatsächlich ein Bild der Verwüstung. Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. Auf der Fahrbahn steht ein 40-Tonner LKW quer. Du hast es schon gesagt, Eisregen hatte die Fahrbahn in eine spiegelglatte Fläche verwandelt. Insgesamt haben sich hier über 20 Unfälle ereignet. Und besonders tragisch, eine 26-jährige Frau musste hier ihr Leben lassen. Nach einem Unfall stieg die Frau nach Polizeiangaben aus ihrem Wagen und wurde dann von einem Laster erfasst. Kerstin, kann man schon ungefähr absehen, wann diese Sperrung aufgehoben wird?
Also im Moment sieht es noch nicht danach aus. Es sind Rückstaus hier in Richtung Lübeck-Meusling, kilometerweit. Und ich denke mal, eventuell kann das sogar noch bis Mittag dauern. Die Aufräumarbeiten sind, wie gesagt, in vollem Gange. Die Versicherung wird gleich kommen, Sachverständige, um den Schaden einzuschätzen. Also bisher ist es noch nicht absehbar. Okay, vielen Dank, Kerstin Stein. Sie wird natürlich für uns vor Ort bleiben und berichten von der derzeitigen Situation auf der A1. Wir haben auch zähfließenden Verkehr auf der A23, Heide Richtung Hamburg, und zwar auf 20 Kilometern. Und ebenfalls wegen der Eisglätte stockenden Verkehr auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg, und zwar 23 Kilometer zwischen Kaltenkirchen und Stellingen. Fahren Sie vorsichtig. Gleich 20 von 9. Hitradio RSA, 16 Minuten vor 9. Habe ich Sie eigentlich schon aus den USA heute gegrüßt? Hallo, wir sind 30 Las Vegas-Gewinner. Und wir stehen gerade am Great Canyon. Wir wünschen uns das Lied, das haben wir uns verdient, weil es stimmt. Yeah! Das haben wir uns verdient. I've always said one's enough to love. You're bragging, one is not enough. Well, someone tells me you're not satisfied. You got plans to make me one of four. Verkehrsservice von Hagenup, Ihr Profi für mobile Kommunikation. Staumelder Lutz Bilgenroth informiert: eine Warnung für Autofahrer auf der A210 Rendsburg Richtung Kiel. In Höhe Bredenbeck liegt ein umgestürzter LKW auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie in diesem Bereich äußerst vorsichtig. A1 Hamburg-Lübeck Richtung Oldenburg. Sie haben es gehört, im Report: Sperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Mitte und Bad Schwartau aufgrund mehrerer Unfälle. Stockender Verkehr auf folgenden Autobahnen: A1 Lübeck-Hamburg Richtung Bremen 5 Kilometer zwischen Öchendorf und Moorfleet. A7 Flensburg Richtung Hamburg 8 Kilometer zwischen Quickborn und Stellingen. A23 Heide Richtung Hamburg 20 Kilometer zähfließender Verkehr mit teilweise Stop and Go zwischen Horst und dem Dreieck Nordwest. Achtung, überfrierende Nässe auch im Kreis Steinburg und in Itzehoe. A24 Berlin Richtung Hamburg 2 Kilometer zwischen dem Kreuz Ost und Horn. Stockender Verkehr in Hamburg, Niendorf-Langenhorn, im Kronstieg Richtung Poppenbüttel vor der Langenhorner Chaussee. In Langenhorn auf der Langenhorner Chaussee stadteinwärts. In Horn-Wandsbek auf der Rennbahnstraße Robert-Schumann-Brücke Richtung City Nord. In Niendorf auf der Friedrich-Ebert-Straße Kollaustraße stadteinwärts. In Wandsbek-Eilbek auf der Wandsbeker Chaussee stadteinwärts Höhe Konventstraße und Schnelsen. Sperrung der Pinneberger Straße zwischen Flaggentwied und dem Bahnübergang stadteinwärts wegen Bauarbeiten. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Ich sag's noch einmal: im gesamten Sendegebiet behindert stellenweise extreme Straßenglätte den Verkehr. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Jetzt aber die Temperaturen mit Anja Kaufmann. List 1, Husum 2, Flensburg 2, Kiel 3, Lübeck und Schwerin 0 und Hamburg minus 1 Grad. RSH, Goethes Morning Show. Hier ist Volker Wittmann. Achtung, auf einigen Autobahnen könnten Sie von Gunder Niemann überholt werden. Hey.